Hallo an alle da draußen. Heute gibt es den zweiten Teil vom Herr der Ringe Living Card Game. Auf Deutsch erschienen auch beim Heidelberger Spieleverlag. Thematisch geht es in dem Zyklus eher in den Keller. Die Sonnencreme können wir zu Hause lassen, denn wir gehen hier in die Minen von Moria. Nicht in allen Packs, aber doch in den meisten. Und schon mal grob vorneweg, man hat hier viel richtig gemacht. Man hat das wirklich das Gefühl, sie haben aus dem ersten Zyklus viel dazugelernt. Gerade was Spieleranzahl oder einfach was die Quests angeht. Und ja, ich möchte gar nicht zu viel vorneweg verraten und wir fangen einfach gleich an. Wer den zweiten Zyklus spielen will, der kommt hier um Khazad-dûm nicht herum. Das ist die Grundbox, in der bekommen wir zwei Helden, Bifur und Dwalin, zwei Zwergenhelden, die vielleicht von den Werten her nicht so extrem stark sind, aber mit einer niedrigen Bedrohung punkten. Was durchaus interessant ist, weil im Laufe des Zyklus Spielerkarten mit dem Heimlichkeitseffekt hier ins Spiel kommen. Das bedeutet so viel, dass diese Karten mit Heimlichkeitseffekt wesentlich günstiger zu spielen sind, wenn man unter 20 Bedrohungen hat. Und dann sind eben gerade solche Helden interessant, um hier dann irgendwie eben diesen Bedrohungsausgleich dann auch zu nutzen. Von den Spielerkarten her lohnt es sich eigentlich vor allem wegen den Zwergen. Die Zwerge werden hier wirklich extrem verstärkt. Von den Quests her sind ja drei Stück drinne. Muss ich sagen, die ersten beiden haben mir gut gefallen, auch wenn sie sehr ähnlich sind. Letztendlich fällt man halt hier irgendwie durch die Minen von Moria durch und überall lauern Orks, die einen fressen wollen. Aber es ist einfach thematisch so schön umgesetzt, dass ich die Quests wirklich auch immer wieder gerne spiele. Zum Beispiel bekommt man einen Gegenstand, das ist eine Fackel, und man kann diese Fackel eben erschöpfen, um irgendwie beim Questen schneller vorwärts zu kommen. Aber es kann dabei eben passieren, dass man Gegner in die Aufmarschzone bekommt. Und das finde ich einfach so eine schöne Simulation, weil, naja, eben eine Fackel in der Höhle einem halt doch deutlich hilft. Aber es kann halt sein, dass irgendwo ein Troll in der Ecke sitzt, der merkt, oh, da gibt's Fressen. Finde ich einfach schön und dementsprechend habe ich daran Spaß. Der letzte Quest hat mich persönlich nicht überzeugt. Deshalb, weil er dieses sich in den Minen verlaufen sehr, sehr gut simuliert. Das ist halt nicht wirklich viel planbar und es kann sein, dass man sehr lange spielt und dass, naja, man nicht wirklich viel ändern kann. Manche Leute haben gesagt, ist eben auch für sie thematisch so schön umgesetzt, dass sie Spaß dran haben. Hier im ersten Pack, der Rotor passt, bekommt ihr den Helden Elro hier, der an sich echt cool ist, wenn man Eladan hat. Eladan gibt es allerdings erst im zweiten Pack, denn die verstärken sich gegenseitig. Die sind halt stärker, wenn der jeweils andere Held im Spiel ist. Und dementsprechend lohnt es sich von den Helden nur, wenn ihr wirklich die ersten beiden Packen kauft. Dann kann man da auch sinnvoll was mit anstellen. Alleine finde ich die Helden nicht so stark. Von den Spielerkarten lohnt sich der erste Pack auch nicht wirklich. Aber jetzt kommt das große Aber, der Quest ist toll. Thematisch begleiten wir hier Arwen über den Berg. Und na gut, Arwen ist aber in diesem Quest gar nicht so wichtig. Das ist einfach ein Verbündeter, der vor einem liegt und der läuft halt mit. Wie das meistens so bei NSCs ist, die, naja, die man begleiten und beschützen muss. Ja, aber man fühlt hier einfach, ja, man fühlt einfach mit. Man spürt seine Charakter frieren und ich glaube, dass man sich an diesen Quest doch immer ganz gut erinnern kann, wenn man ihn gespielt hat, einfach weil er schön umgesetzt ist. In der Hinsicht, wenn ihr auf der Suche nach einem thematischen Quest seid, in dem es nicht nur ums Kämpfen geht und auch nicht nur ums Orte bereisen, sondern einfach so eine schöne Mischung haben wollt, kann ich euch diese Packung hier empfehlen. Hier im zweiten Pack, der Weg nach Bruchtal, geht es thematisch gleich weiter. Wir müssen nämlich Arwen jetzt ins Bruchtal bringen und man bekommt schon wirklich gleich das Gefühl, man will diese zwei Packen gemeinsam haben, denn man kann den ersten spielen und dann quasi direkt an den nächsten anknüpfen, weil man wieder eben Arwen begleitet. Man hat genau denselben Verbündeten wieder vor sich und wie im ersten Quest läuft halt Arwen einfach hinterher und man muss sie irgendwie beschützen. Und die Helden kleben da ja auch irgendwie ein bisschen zusammen. In dem Fall ist es dann Eladan. Eladan versteckt sich eben auch, wenn Elro hier im Spiel ist. Und dementsprechend diese beiden Packen, nehmt einfach, wenn ihr einen haben wollt, nehmt das Geld in die Hand und kauft den zweiten auch noch, hat man wesentlich mehr Spaß dran. Was an dem Quest allerdings gesagt werden sollte, ist, dass er ein bisschen gemein ist, beziehungsweise eher ein bisschen mehr gemein als nur ein bisschen. Dadurch, dass hier ein paar böse Schattenkarten und so drin sind und dazu gibt es einen neuen Gegnerkarteneffekt, dass die Gegner sich direkt mit einem in den Kampf verwickeln und einen angreifen,
ja, kann halt durchaus böse enden. Und man hat so manchmal wirklich das Gefühl, dass das Schicksal einen mobbt, wenn man diesen Quest spielt, weil alles gut läuft und plötzlich deckt man ganz viele Gegner auf, die alle nachrüsten und hier diesen Überfalleffekt haben und dann sieht es plötzlich wieder ganz anders aus. Darf man sich nicht von ärgern lassen, aber alles in allem finde ich, ist das auch ein Pakt, der jetzt zwar nicht so in seiner Allgemeinheit total überzeugend ist, aber es ist einfach grundsolide, was man da bekommt. Jetzt kommen wir zu so einer kleinen Perle hier, der Wächter im Wasser. Ich fange wie immer beim Helden an. Es ist Aragorn, mal dieses Mal die grüne Version von ihm. Ist einfach von den Werten her ein guter Held. Hat zwar viel Bedrohung, aber dazu die Fähigkeit, dass man einmal im Spiel seine Bedrohung auf die Startbedrohung zurücksetzen darf, was halt echt praktisch sein kann, dementsprechend schon mal ein guter Held. Von den Spielerkarten ist auch echt viel Praktisches dabei. Wir bekommen zum Beispiel Arwen als Karte, die uns nicht nur beim Questen hilft, sondern auch die Verteidigung von Verbündeten erhöht. In der Hinsicht da auch gut. Und das Schönste an der ganzen Packung, auch wenn der Held und die Spielerkarten schon gut sind, ist doch der Quest. Weil mich überzeugt dieser Quest total. Es ist kein Quest, der ewig lange dauert und rein thematisch. Wir sind in den Minen von Moria unterwegs und da ist ein See und wir wollen irgendwie aus den Minen von Moria raus, aber in dem See ist irgendwas drin, was uns fressen will. Es ist im Prinzip ein großer Bosskampf, wo man am Anfang so ein bisschen gegen diese Tentakeln von dem ja, Watcher in the Water kämpft. Und irgendwann kommt man dann zu der Möglichkeit, entweder töten wir jetzt den Watcher in the Water wirklich komplett und machen ihm den Garaus, oder wir öffnen hier Durins Tür, indem wir fröhlich irgendwelche Worte raten. Und das ist auch für mich spielerisch schön umgesetzt und es hat eben durch diese Möglichkeit, diesen Quest verschieden zu lösen, auch einfach so einen Wiederspielwert. Dazu ist er nicht unbedingt einfach, es ist jetzt nicht so ein brutal schwerer Quest, aber man schafft ihn nicht beim ersten Mal, beim zweiten Mal schafft man ihn wahrscheinlich auch nicht. Und genau, dementsprechend ist das für mich einfach eine richtig gute Packung. Hier in der fetten Packung, die lange Dunkelheit, bekommt ihr den Helden Hamar, einen Taktikheld, der mal wenig Bedrohung hat und außerdem eine Fähigkeit hat, mit der man Ereigniskarten recyceln kann. Das ist ganz praktisch, eben, naja, wenn man sich mal so die Taktikkarten anschaut. Von den Spielerkarten lohnt es sich trotzdem nicht so arg, außer man will sich mal wieder ein Zwergendeck bauen, weil Zwerge halt hier die ganze Zeit irgendwelche guten Karten bekommen. Und in dieser Packung ist eben einfach der stärkste Zwergenverbündete drin, der Erebor-Kampfmeister-Zwerg, der sich selbst eben einen Bonus gibt, wenn man ganz viele Zwergenverbündete hat. Und das ist ja in einem Zwergendeck meistens der Fall. Vom Quest her lohnt sich's gar nicht. Also, das tut mir leid, aber letztendlich ist dieser Quest genau das, was man in Khazad-dûm schon bekommt. Man fällt durch die Minen von Moria durch und dann kommen Orks und die tötet man und dann ist man fertig. Das war es im Prinzip so ganz. Es wird noch so ein Verlaufeneffekt eingeführt. Also es gibt Karten, die haben Verlaufeneffekte und man muss eine Verlaufenprobe machen, dann wird irgendwas Schlimmes ausgelöst. Die Sache ist, dass diese Verlaufeneffekte nicht planbar sind. Ist ja auch okay, ob man sich jetzt verläuft oder nicht, das plant man in den meisten Fällen nicht. Aber wenn man eine Karte draußen liegen hat, die einen schlimmen Verlaufeneffekt hat, dann arbeitet man die halt meistens gleich ab, dass wenn es so weit kommen sollte, dass es dann wenigstens, naja, das Chaos in einem gewissen Rahmen ist. In der Hinsicht, ja, ist diese Packung einfach nur zu empfehlen, wenn ihr Hamar haben wollt, also den Helden oder den Erebor Meisterzwerg. Hier im vorletzten Pack die Grundfesten der Welt bekommt man den Glorfindel in Geistversion und das beschreibt diese ganze Packung auch schon ganz gut, weil es ist einfach so eine Glorfindel-Packung. Da bekommt man Glorfindel und man bekommt eine Verstärkung für Glorfindel und noch eine Verstärkung für Glorfindel und wenn man Glorfindel mag, dann mag man auch diese Packung, weil alles da drin ist eigentlich für Glorfindel. Abgesehen von den anderen Spielerkarten, die eigentlich auch ziemlich gut sind, die man daran bekommt. Und nochmal, um auf Glorfindel zu sprechen zu kommen. Glorfindel ist, glaube ich, gerade einer der besten Helden, also in der Geistversion, wie man ihn hier bekommt, weil er relativ gute Werte hat und einfach nur 5 Bedrohungen gibt, was halt phänomenal wenig ist. Er hat dafür eben einen negativen Effekt. Wenn der Questen geht, dann wird dann unsere Bedrohung um einen Punkt erhöht. Aber man bekommt auch quasi gleich mal die Karte dazu, dass man das aufheben kann, eine Verstärkung, die sagt, naja, wenn der Held questen geht, dann wird er nicht erschöpft, dementsprechend bekommen wir die Bedrohung nicht und die Welt ist schön. Ja, vom Quest her
muss ich sagen, haben sich hier echt was Interessantes gemacht. Und zwar ist dieser Quest alleine nicht so gut. Und mit je mehr Spielern man spielt, desto cooler wird der Quest. Also wenn man gerade sagt, Herr der Ringe Living Card Game ist cool, aber die meisten Quests funktionieren halt leider nur alleine oder mit zwei Leuten. Der Quest ist auch einfach zu viert echt lohnenswert. Es macht total Spaß. Ich will nicht sagen, warum, weil das eben der Witz an dem Quest ist. Aber ja, eigentlich verliert der Quest den Charme, wenn man ihn alleine spielt. Also den gerade beim ersten Mal einfach mal zu zweit oder zu dritt spielen. In der Hinsicht ist die Packung durchaus lohnenswert. Man bekommt einen starken Helden, man bekommt starke Karten und ich finde den Quest auch wirklich schön. So, nachdem wir jetzt die Minen erkundet haben und alle Orks und jede Höhle fertig gemacht haben, kommen wir jetzt zum großen Staffelfinale. Hier in Schatten und Flamme dürfen wir jetzt noch einen großen Endgegner besiegen. Das ist wie in einem Computerspiel. Und zwar ist das Durins Fluch. Und dazu bekommen wir den Helden Elrond zur Seite und alles, was man braucht, um mit Elrond zu spielen. Das ist eigentlich einfach, nachdem das hier die Glorfindel-Packung war, ist das hier die Elrond-Packung. Da ist alles drin, was man für Elrond braucht. Und Elrond hilft uns einfach vor allem, Verbündete ins Spiel zu bekommen. Und dazu bekommen wir auch seinen Ring und alles Mögliche zur Hand. Ich habe so ein Deck wirklich mal gebaut. Ist echt spaßig zu spielen. Man hat ein Deck mit 45 Karten Verbündeten drin. Ist ein Haufen Spaß. Funktioniert auf jeden Fall gut. Das einzige Problem an dem Helden ist, dass er halt viel Bedrohung gibt. Aber das Schöne an diesem Quest ist, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Spoiler, aber den lest ihr eigentlich sowieso am Anfang auf der Karte drauf. Am Anfang von dem Quest wird die Bedrohung resettet. Also man startet mit einer Bedrohung von 0, was einfach wirklich mal interessant ist, sich dafür ein Deck zu bauen, wenn man einfach sich die krassesten Helden nimmt und eigentlich eine Startbedrohung von 39 hätte, aber das ist in dem einfach egal. Ist wirklich interessant zu spielen. Auch wenn mir der Quest jetzt persönlich nicht so riesig gefallen hat, wie ich das schon im ersten Zyklus gesagt habe, ich bin nicht so der Fan von Bosskämpfen und das ist es hier halt. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass er gut umgesetzt ist und dementsprechend lohnenswert. Damit bin ich jetzt mit dem kompletten Zyklus durch und wir kommen zum Endfazit. Ich weiß, ich habe beim ersten Zyklus jetzt nochmal hier gesagt, welchen Quest ich am besten fand und in welcher Reihenfolge und ich kann es euch hier einfach nicht sagen, weil einfach jeder Quest seinen Charme hat. Das ist das Einzige, was bei mir durchgefallen ist, ist hier die lange Dunkelheit, weil es halt einfach irgendwie ein bisschen durch die Minen fallen ist. Aber einfach hier diese ersten beiden Packungen, die man schön hintereinander spielen kann, um Arwen zu begleiten. Den Watcher in the Water, der eben diesen unglaublichen Wiederspielreiz hat. Die Grundfesten der Welt, die einfach mit mehreren Spielern unglaublich witzig sind. Und dann am Ende nochmal der große Bosskampf gegen das alles zerstörende Böse. Einfach episch. Und so hat einfach jede Box was für sich und man muss einfach nur wissen, was man will. Was auffällt, ist, dass hier die Spielentwickler wirklich viel gelernt haben von dem, was die Spieleranzahlen angeht. Man kann alle Quests auch zu viert spielen, natürlich sind sie einfacher, das ist so, als wenn man allein oder zu zweit spielt, aber auch zu viert hat man hier seine Herausforderungen. Und gerade eben in Hinsicht auf Spielmechanik ist hier einiges besser gelaufen. Also mir gefallen die Quests aus dem ersten Zyklus zwar auch schon gut, aber man eckt halt immer mal wieder irgendwo an, sei es jetzt, wenn man Zielkarten sucht oder sowas. Und es läuft hier einfach flüssiger und schöner. Und dementsprechend sind die Quests hier halt einfach auch irgendwie dann besser. Was ich nicht so gut fand am zweiten Zyklus, ist die Tatsache, dass die Spielerkarten einfach extrem viel mächtiger sind als die aus dem ersten Zyklus. Ehrlicherweise bekommt man ungefähr jede Karte, die man im ersten Zyklus bekommt, im zweiten Zyklus auch nur in einer besseren Version. Und das finde ich ein bisschen traurig, weil ich mir dann denke, ich kann den ersten Zyklus fast komplett in die Tonne treten, bis auf die paar einzelnen Karten, die ich brauche. Aber was ich natürlich einsehe, ist, dass die Quests schwieriger werden von den Werten und ich dementsprechend auch bessere Karten brauche. Ich weiß nicht, wie man das sinnvoll lösen kann und ich bin da mal gespannt, ob ich nach dem dritten Zyklus meine Karten aus dem zweiten Zyklus wieder wegwerfen kann. Aber das wird uns wohl in der Zukunft gesagt werden, beziehungsweise je nachdem, wann ihr das Video schaut, könnt ihr es jetzt auch schon nachschauen. Genau, und so ist im Prinzip meine Gedanken zu dem Zyklus. Alles in allem gefällt ihr mir wesentlich besser als der erste. Aber ich will den ersten eigentlich auch gar nicht so runterreden. Wir haben übrigens
hier diese Boxen vom Kursenshop bekommen. In der Hinsicht vielen Dank für das Rezensionsexemplar. Ohne das wäre es ja einfach nicht möglich gewesen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hey, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Was hat es mit dem ersten Zyklus und dem Grundspiel auf sich? Das Video findet ihr hier zum Grundspiel und hier findet ihr das Video zum ersten Zyklus. Schaut euch das mal an, wenn ihr euch noch unsicher seid. Ihr könnt es ja einfach mal vergleichen. In der Hinsicht viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!